Hamburg 1 und Hamburg.de präsentieren die Hamburg-Tipps im Frühcafé. Ja, damit willkommen zurück im Frühcafé, auch zu einer neuen Ausgabe der Hamburg-Tipps rund um Ihre Freizeitgestaltung. Ich begrüße meinen Gast, Hans-Jörg Heinrich ist da. Guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar feiern wir Jubiläum im doppelten Sinne. Erstmal bist du heute das 10. Mal im Frühcafé zu Gast. Oh ja, stimmt. Ziemlich lange Zeit und das aber aus sehr gutem Grund, denn das afrikanische Filmfestival Augenblicke Afrika feiert 10-jähriges Bestehen, Jubiläum. Glückwunsch erstmal an der Stelle. Ja, ich glaube, wenn man zurückblickt, es war eine ereignisreiche Zeit. Es ist viel passiert und man kann stolz drauf sein, oder? Ja, das sind wir, in der Tat. Das hätten wir eben nicht gedacht. Ne? Das, als wir damals anfingen, 2012, hatten wir keine Ahnung, ob da überhaupt viele Leute kommen. Aber es ist von Anfang an sehr gut gelaufen. Wir waren überrascht, auch gleich nach dem ersten Festival. Und unser Kinomann, Studio-Kino, der Hans-Peter Jansen, sagt, ihr seid professionell. Und wir, was? Ja, super. Schönste Lob. Ja, war toll. Und bis jetzt eigentlich, ich glaube, wir haben da eine Lücke gefüllt, was in Hamburg wirklich fehlte, eben mehr Informationen über afrikanische Länder. Denn in den großen Medien, Fernsehen und so, Radio, Presse, gibt es eben doch recht einseitige Bilder von Afrika. Und das war eben auch unser Anliegen, eben dieses doch einseitige Bild von Afrika mit diesen Filmen zu korrigieren. Du hast uns ein Programmheft mitgebracht. Ich blätter da gerade schon mal ein bisschen durch. Wir können gleich mal auf die einzelnen Filme und Highlights so ein bisschen eingehen. Morgen Abend geht es erstmal los mit der großen Eröffnungsparty und dann ab übermorgen, ab dem 4. bis zum 14. dann eben der Kinobetrieb, der reguläre. Man kann sich Tickets organisieren im Internet. Unter welchem Link Augenblicke oder augen-blicke-afrika.de. Da gibt es weitere Infos und auch Tickets zum Beispiel morgen für die Eröffnungsparty. Jetzt muss man ja sagen, in diesem Jahr 2G und 3G, das Konzept ermöglicht wieder einiges mehr, weil im letzten Jahr war es ja eigentlich nur ein halbes Festival, oder? Ja, da war der Lockdown nach der Hälfte und wir mussten dann leider aufhören. Das war sehr bitter. Wir hatten ja schon Regisseure eingeladen und die ganzen Filme geplant und bestellt. Aber da das alles super Filme sind, haben wir die jetzt in diesem Jahr übernommen und haben dann eben die Hälfte aufgefüllt mit neuen Filmen. Aber auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr wurden auch nicht so viele Filme produziert, ist mein Eindruck. Insofern passt das eigentlich ganz gut. Morgen Abend, die Eröffnungsfeier, wo und wann eigentlich genau? Ja, diesmal nicht im Kino, der Vorraum ist ja sehr klein. Und wir haben jetzt die Eröffnungsfeier in einem neuen afro-diasporischen Kulturzentrum, das heißt Afrotopia. Ist vor 2 Jahren, sollte es eigentlich eröffnet werden, aber durch Corona und die Lockdowns ist das eben nicht so richtig geschehen. Das ist eine Kulturkirche in Barmbek Süd am Biedermeierplatz und eignet sich hervorragend. Das soll eben jetzt losgehen, obwohl auch schon wieder die Zahlen ja hochgehen. Aber es sind schon viele Veranstaltungen gelaufen und wir haben einen wunderbaren großen Saal, wo wir dann feiern können. Wir haben eine Band, die extra zusammengestellt wurde, mit Sadio Sissoko, einem Senegaleser hier aus Hamburg, der eine Band zusammengestellt hat. Wir zeigen Kurzfilme, es gibt afrikanisches Essen, Trinken und es sollte eigentlich unser Kultursenator Dr. Broster sprechen, aber gestern ist uns gesagt worden, dass er jetzt in Berlin bei den Koalitionsverhandlungen dabei ist. Aber wir haben eine Vertretung. Immerhin werden wir ein bisschen auch von der Stadt mehr wahrgenommen, die uns ja auch immer Geld geben, ne, die Kulturbehörde. Aber bisher hatten wir noch keinen offiziellen Vertreter. Ja, das wird eine 5-stündige Veranstaltung. Es gibt noch Restkarten. Ne? Ich hoffe, also bisher sind schon über 100 Leute angemeldet. Also das wird eine tolle. Und da kommen vielleicht noch ein paar mit dazu. Also morgen Abend die Eröffnungsfeier Afrotopia. Das ist am Biedermannplatz 19. Einlass ab 18 Uhr. Tickets kosten 15 Euro. Und danach geht es dann ja los mit dem regulären Programm in den verschiedensten Kinos und das Programm. Nein, nur in einem Kino. Immer im Studio-Kino. Immer im Studio-Kino. Ja, okay. Wir kommen so gut klar dort. Und
Wir wollen nicht, wie manche Festivals, auch Filme parallel zeigen, sondern wir zeigen die immer hintereinander. In der Woche 3 Filme, am Wochenende 4 Filme, sodass wir so auf 30 Filme kommen wieder. Das ist ein ziemliches Pensum. Also ja. Vielleicht guckt sich sogar jemand alle Filme an. Das Programm nicht. Aber sehr vielfältig. Es ist alles mit dabei, also wirklich von schweren politischen Dramen über doch durchaus Komödien bis hin zu Musikfilmen. Ja. Ich glaube, du freust dich auf alle Filme. Kann man ein paar besonders hervorheben dennoch? Ich muss jeder das Programm durchforsten. Clevere Antwort. Auf unserer Website, da kann man das sehen. Also natürlich habe ich so ein paar Spezies für mich, aber andere aus unserem Team haben wieder andere Filme. Aber wir zeigen eben diesmal eine ganze Menge auch leichte Filme. Haben wir zwar immer, aber ein paar dieses Jahr, die mir besonders gut gefallen, die aber trotzdem, trotz ihrer Leichtigkeit und ihres immerwährenden afrikanischen Humors, trotz der prekären Situation, viel über die afrikanische Lebenswelt aussagen. Und eigentlich alle unsere Filme gehen tief in Problematiken, in Lebenswelten, die eben in den herkömmlichen Medien so nur sehr selten gezeigt werden. Und ich selber habe auch immer sehr viel gelernt von diesen Filmen, was in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Städten oder Regionen in Afrika eben passiert, sei es in kultureller Hinsicht, in sozialer Hinsicht, in politischer Hinsicht. Also ich bin auch immer wieder selber sehr begeistert. Wir haben zwischendurch schon mal das Plakat gezeigt. Das sind tatsächlich die ganzen Filmplakate oder Festivalplakate aus den letzten 9 Jahren. Und das 10. ist dann eben dieses Cover. Eine sehr kreative Gestaltung, wie ich finde. Und was ganz Besonderes, du und ihr habt ja auch noch mal einen Dokumentarfilm im Prinzip über die eigene Geschichte des Festivals gemacht. Genau. Spannend, aber eine Menge Arbeit, oder? Ja. Haben dann einen guten Monat dran gearbeitet. Wir haben die ganzen alten Filme und Videos, Aufzeichnungen durchgeforstet und manchmal ellenlange Diskussionen, dann nimmt man 30 Sekunden draus. Aber so ist die Recherchearbeit. Und das ist ein 24-minütiger Film, der dann auf der Eröffnung auch Premiere hat. Und dann wahrscheinlich auf Facebook auch für die anderen, die nicht da waren, gezeigt wird. Sehr gut. Und für alle, die mit dabei sein möchten, noch einmal der Hinweis natürlich auf das Programm www.augen-blicke-afrika.de. Da gibt es alle Infos und Tickets für die Eröffnungsparty morgen und dann natürlich auch für die Filme ab Donnerstag. Ja. Das klingt gut. Dann würde ich schon mal wieder sagen, viel Erfolg. Das war schon mal ein kleines 10-jähriges Jubiläum. Ja. Wir freuen uns auf deinen 11. Besuch im nächsten Jahr und wünschen viel Spaß und viel Erfolg beim Festival. Ja, danke schön. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, wir sind gleich zurück nach einer kurzen Werbepause hier im Frühcafé. Bleiben Sie gerne bei uns. Bis gleich.